die Leute von euch, die auf WhatsApp sowohl meinen Status als auch meine WhatsApp-Community-Gruppe regelmäßig abchecken, werden ja gesehen haben, dass ich vor wenigen Tagen mit dem Twin Lakes auf Werkstattfahrt unterwegs war. Kleine Werbung dabei im Rande, kommt auf jeden Fall in diese WhatsApp-Community-Gruppe. Das ist die geilste Gruppe, die es überhaupt gibt. Da lohnt sich auf jeden Fall reinzukommen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung oder schreibt mir einfach auf WhatsApp und dann schicke ich euch den Link zu. Kommt dort auf jeden Fall rein, da bekommt ihr regelmäßig News, was meinen Kanal angeht, als allererstes. Also lohnt sich abzuchecken. Zudem habe ich eben was ziemlich Lustiges in meiner Story gepostet. Und vieles mehr, das seht ihr alles auf WhatsApp, also wie gesagt, checkt's ab. Und da so eine Werkstattfahrt wirklich manchmal ziemlich langweilig sein kann, habe ich mir eigentlich so einen kleinen Spaß gedacht, um mir die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Ich nehme einfach mal mein Handy und filme einfach mal so komplett sinnlos den Zug, quatsch einfach ein bisschen was dazu und mache einfach eine Roomtour und tue einfach so, als ob der Twin Lakes mal zu Hause wäre. Warum, Digga? Warum? Was ist los mit mir, dass ich auf so eine bescheuerte Idee komme? Ich habe absolut keinen Plan, wieso, weshalb, warum ich das Ganze getan habe. Fragt mich bitte was Leichteres. Es war aber eigentlich gar nicht geplant, dass ich das Ganze auf YouTube hochlade, weil es eigentlich, wie gesagt, nur einfach aus reiner Langeweile war. Aber ich habe das ja auch bei mir auf WhatsApp gepostet und ihr seid so abgegangen auf dieses Video, habt es so extrem gefeiert, dass ich mir gedacht habe, okay, komm, ich lade das Ganze doch auf YouTube hoch und keine Ahnung. Deswegen entschuldigt bitte, dass die Qualität relativ schlecht ist. Entschuldigt bitte, dass das Ganze im Hochformat gefilmt wurde. Ich habe es jetzt zwar im Nachhinein im Querformat gemacht, aber deswegen sieht man nicht alles, weil es wie gesagt eigentlich im Hochformat war. Aber ihr habt es einfach so gefeiert und es sollte eigentlich nur ein kleiner Spaß sein, den ich jetzt irgendwie doch auf YouTube hochlade. Deswegen in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und schaffen wir ein Like auf dieses Video. Das war wirklich geil, weil mit einem Like tut ihr mir gerade einen absoluten Traum erfüllen, dass ich mal ein Like auf YouTube habe. Das wäre wirklich in meinem Herzen der größte Traum, den ich jemals hatte. Also bitte ermöglicht mir diesen Traum. Und an der Stelle natürlich auch nicht vergessen, kostenlos zu abonnieren. Teilt dieses Video. Auf jeden Fall. Teilt dieses Video mit Freunden auf WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Musical.ly, was jetzt mittlerweile TikTok ist, scheißegal. Teilt dieses Video einfach, weil, keine Ahnung, ich habe das Video so gefeiert. Deswegen macht das einfach mal. Macht das einfach mal. Und ja, mit den Worten bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao. So, was geht ab, meine lieben Löwen da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal eine Roomtour von meinem Zuhause. Ja, wie ich denn hier zu Hause so wohne. Es ist ein relativ großes Zuhause, muss ich dazu sagen. Also circa 100 Meter lang. Und genau, ich werde euch jetzt einfach ein bisschen rumführen und einfach ein bisschen was erklären. Also ich habe ein zweistöckiges Haus. Ihr habt hier gerade die untere Etage gesehen. Da oben ist die andere Etage. Da gibt es aber nichts Besonderes zu sehen. Dementsprechend gehen wir mal weiter. Hier sind automatische Türen, auch sehr geil. Ja, komm, wir gehen mal oben lang. Und hier ist dann mein persönliches Highlight. Das ist nämlich mein Wohnzimmer. Hier ist es immer, ach, echt ziemlich entspannt. Ziemlich cool. Und vor allen Dingen hat man von hier wunderbare Aussicht auf die Schienen und andere Züge. So, weiter geht's. Also wenn euch die Roomtour gefällt, ne, dann lasst gerne mal ein Like da. Ja, wenn euch die Roomtour gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da. Genau. Und bei genau einem Like mache ich sowas nochmal. Ein Like, ich weiß, das ist eine schwere Herausforderung, aber vielleicht schaffen wir es ja. Ich glaube an euch, dass ihr ein Like schafft. So, hier übrigens, das mache ich jetzt mal nicht auf. Da ist meine Toilette drin. Ich habe übrigens mehrere zu Hause.
Hier ist übrigens schon die nächste, damit ich nicht immer weit laufen muss, dass da, wo ich gerade bin, immer gleich direkt ein Klo habe. Genau. Hier ist noch ein bisschen was zum Hinschillen an die Seite. Falls ich mal gerade rausgucken möchte, auf die Bahnhöfe oder auch natürlich in die andere Richtung. Also kann mich quasi auch quer hinsetzen. Finde ich persönlich auch ziemlich cool. Dann hier ein Mülleimer. Da ist mein IQ drinne. Ja, Feuerlöscher. Und dann haben wir hier oben nochmal eine Etage. Und hier ist es sogar ganz geil. Das Geile hieran ist, das ist mein Schlafzimmer. Denn hier lege ich mich immer hin und ruhe mich aus. Ja. Habe ich euch zu viel versprochen oder nicht? Ich habe gesagt, ein relativ langes Haus. Wie gesagt, knapp 100 Meter lang. Wobei, ich weiß es gar nicht. Sind das 100 Meter? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ziemlich schön. Und hier das Arbeitszimmer. Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Werdet ein Teil der Line Army, um mehr so bescheuerten Content zu sehen. Ne? War jetzt mal ein kleiner Spaß bei Langeweile. Also dann, macht's gut. Tschüssi.